sehen wir jetzt das Game. Gaming Time. Und das ist Link. Wir hören den Game Sound aber nicht, sondern noch Musik. Okay. Wir hören immer noch nichts. Jetzt ist nur die Musik weg. Jetzt. Ja. Jetzt geht's. Top. Okay. Hören wir das Gleiche, was der Stream hört? Hören wir das Gleiche, was der Stream hört? Okay. So. Wie wir sehen, hat Nicefest jetzt schon ordentlich Damage abgeweckt. 52% auf Beißel. Ist halt nicht so wenig, weil da kann es super leicht ist und so super ganz stimmt. Genau. Ist schon mal ein sehr angenehmer Lead jetzt wieder für den Stock. Besonders wenn Niceface dann den ein oder anderen Schwertmove trifft. Hab ich ja schon ein paar Mal drüber geredet heute, dass die alle ordentlich Knockback machen. Ja. Das stimmt auf jeden Fall. Aber Beißel ist jetzt auch gut zurückgekommen. Ja, jetzt ist es sehr even. Oh, die Nair, okay, krass. Oh, da hat der Boomerang ihn da noch ein bisschen ab. Lustig, wie er. Hast du gesehen, wie er den Cowboy getreten hat? Obwohl er eine Bombe in der Hand hatte mit so einem. Insta-Item. Das ist einfach aus Hass. Ja, es war aber gut, glaube ich. Weil er ja, hat nicht geschossen. Ah, ich fand das cool, wie er halt. Achso, das war ein Z-Drop-Aerial, nennt man das, glaube ich. Also, er hat die Bombe halt gedroppt und mit der Nair halt direkt wieder aufgefallen. Genau. Ja, genau. So, beide auf Kill Percent. Oh, da ja, finde ich auch interessant, dass Niceface ihn jetzt hier zurückcampt, quasi mit dem Projektil. Ja. Also, was heißt campen? Er wirft ihn halt mit Bomben ab und das scheint sehr effektiv zu sein. Untackable. Ist schon mal ganz witzig zu sehen bei den ganzen Item-Charakteren, wenn die gegeneinander spielen, wie das voll ist mit irgendwelchen Shit. Dark Hunt mit der Dose, die explodiert, Link mit der Bombe, die explodiert. Ja. Beide haben noch zwei andere Projektile. Zum Beispiel die Frisbee, die explodiert. Oh ja. Also hier explodiert auch. Oh, das war cool, fand ich, mit dem Bogen. Mhm, das stimmt. Ja, trifft dann eine einzelne Backer. Oh, da stand der in der Dose. Oh, gut reagiert, mit der Nair gerade die Dose weggetreten. Ah. Richtig nice. Aber Beißel startet seine Duckern-Kombos gerade ein bisschen. Ah, der Boomerang into Forward Air leider nicht connected. Ja, es war knapp. Hätte schon der Stock sein können. Oh, da hat er ein bisschen zu früh den Roll gepunished. Mhm. Nice, Beißel hat ein bisschen gewartet, bevor gerollt ist. So. Oh, nice. Gut recovered von Beißel. Hat schön einmal außenrum manövriert. Ja, das stimmt. Aber dafür, dass Duckern auch so leicht ist und so, muss ich sagen, das weiß ich nicht. Das ist neutral. Ah, okay. Super okay, oft okay. Auf bis 120, 30 so das, überlebt. Das war actually ein richtig guter Callout. Beißel hat. Das auch. Sie callouten sich gegenseitig. Beißel hat genau gewusst, dass Nicefest da in die Mitte springt, weil er das halt schon ein paar Mal gemacht hat in der gleichen Situation. Mm. Und dann hat Nicefest aber einfach eine Dash-Stack rausgehauen. Riesige Hitbox, tötet early. Dafür halt sehr langsam. Oh, das war cool, alter. Downthrow. Up-Tilt, Bumerang. Ah, da hat er aber leider eine End-to-Grab ganz knapp gewifft. Versucht das seine eigene ja, wie sie, zu verwenden. Wie sie die Dose hin und her werfen, ja. Das ist schon lustig. So, das eine eigene kleine Oha. Nochmal. Oha, okay, okay. Der Tag Chase. Aber war nur Big Spot. Also auf jeden Fall das ganze Game total even. Ja, echt. Oh ja, das war aber die Bombe, guter Edge Guard. Reicht aber noch reicht nicht für noch den Kill. Nicht. Da kann überlebt schon wieder bis sehr hohe Prozent. Oha, krass, dass er da nochmal zurückgekommen ist. Link ist ja jetzt auch nicht so schlecht im Ledge Trap. Mhm, das stimmt auf jeden Fall. So, die Dose extrem weit rausgeschickt. Ah ja, da dachte ich mir schon, dass er jetzt bestimmt mit dem F-Tilt versucht den Kill zu snacken. Das ist auf jeden Fall gefährlich. Was, wie kam die Zeit wieder schon wieder raus? Das ist auf jeden Fall wild. Oh, okay. Das tötet noch nicht. Nein. Aber ich glaube, der nächste Hit gegen Darkhand wird es gewesen sein. Ja, aber Link ist halt auch auf 100. Oh, also die Becker hätte es halt auch getan. Oh, oder wenn die Downsmash die andere Richtung hätte gesendet hätte. Ne? Oh. Das oh, Fehler, okay, oder? Alter. Das ist ganz schön knapp gerade. Wir sind immer noch Game One. 146 gegen 155. Oh, ja. Oh, wer stirbt zuerst? Und Darkhand ist zuerst gestorben. No. Weil er so viel leichter ist. Ja. Link ist relativ heavy und Duckhunt ist halt light as duck. Eieiei, also das war aber echt close. Ich war mir so, ich hätte mir auch einen Super Sudden Death vorstellen können, honestly. Ja, das stimmt. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Ich hätte nochmal den Twitch-Chat, keine Ahnung, wieso ich das den geschlossen habe. Das hätte ich sehr gerne mal gesehen. Aber ich glaube, ein eveneres Match habe ich bisher noch
Ja, das war gesehen. Todes-Even, das ganze Match über. Ja, bis zur letzten Und dann bis zur letzten Billy so. Ich hätte echt gedacht, dass sie gleichzeitig sterben noch. Aber da kann es um einiges leichter. Es ergibt schon Sinn, dass Duncan zuerst gestorben ist. So, ich habe jetzt den Chat wieder geöffnet. Das davor kann ich nicht sehen, aber wenn ihr jetzt was schreibt, reagiere ich vielleicht. Aber dann so 5 Minuten verspätet. Die Deutsche Bahn. So, wieder PS2. Sehen wir oft. Sehr beliebte Map. Bisher hat noch keiner Damage genommen. 10 Sekunden im Match. Kein Damage bisher. Ah, okay. Ein Damage bisher. Nice. Das komplette Gegenteil zu dem, was letztes Game war. Oh, down tilted to up B. Nice. In den Bumerang gekickt. Das machen Längs auch immer gerne. Für den extra Damage nochmal. Ja. Ah, es ist so krass, wie die Nair einfach die Dose bietet, ne? Das erscheint mir so praktisch in diesem Matchup. Ja, also Link Nair ist sowieso einfach das Tool gegen alles. Ja, korrekt. Meinst du nicht letztens bei irgendeiner Attacke, die bietet sogar Link Nair? Ja, das ist die Terry Nair. Ja, die Terry Nair, ja, das ist wild. Die muss verrückt. Man aber gut spacen dafür. Ja, die ist halt sehr, sehr klein, ne? Aber so vom Ding her, wenn die beiden gegeneinander treffen. Hast du es gerade gesehen? Niceface hat den Jump outgecallt von Beißel und wollte den Forward ehren, aber Beißel hat dann on-reaction die Dose rausgehauen, weil die Dose Frame 1 ist, sind dann einfach beide explodiert und kriegen beide Damage, anstatt dass Beißel einfach nur in die Blaster geforward ehren. Sein Triggerfinger für die Dose ist auf jeden Fall gut trainiert. Ja, ja, das muss man sagen. Oh, auch hier die Item-Kombos. Jesus! Ja. Da geht's aber auch back and forth gerade. Auf jeden Fall. Ein cooles Matchup irgendwie. Das ist echt ein ziemlich cooles Matchup. Ich glaube, sehr viele Leute finden das Matchup nicht cool, aber ich schon. Ich glaube, würde ich das Matchup spielen, würde ich als keiner von beiden vielleicht richtig Spaß haben, aber so zum Zugucken ist es sehr, sehr nice. Ja gut, ich finde generell, also beim selber Spielen macht mir Duncan auch nicht so Spaß, aber Gegenspielen fand ich nice vorhin. Und Zuschauen sowieso. Wenn man diese Kombos sieht, die kann man einfach nur appreciaten. Down ja, das ist wahr. Also into das fast, into nair. Und das macht auch irgendwie keiner. Ha, hat sich gerade selbst in der Dose abgeschossen. So ich finde das immer lustig, wenn Leute sich, aber wenn Snake oder Link sich mit ihrem eigenen Ding treffen, das ist immer so ein Comedy-Faktor. Irgendwie schon. Ah, schade. Ah, er hat sich ein bisschen rausgehalten. Ein bisschen weiter offstage aufgehalten, damit er nicht geforward-aired wird. Dadurch hat aber auch die Dose dann nicht getroffen. Oh der Dose Snipe! Aber. Das war so knapp. Knapp, echt. Ich hätte gedacht, dass er durch die Dose stirbt, tatsächlich. Da hätte ich auch gedacht. Aber danach früh genug gebombt gecovert. Link Nair, Schweizer Taschenmesser, ja, kann man so sagen. Ja, auf jeden Fall. Das ist ein krankes Set bisher. Ja, man, finde ich auch, Donny. Auf jeden Fall. Das ist echt insane. Habt ihr die Recovery gesehen? 173%. An die Ledge. Aus dem Nichts. Da hat er sich selbst. Also das Game wieder echt, das im Vergleich zum ersten Game ganz anders. Da ja, halt echt, auf jeden Fall wirklich. Irgendwas rausgekommen oder so. Ja, beide so aggressiv. Das ist wirklich... das ist sehr schön zu sehen, dafür, dass die beiden sehr... Also, die können auch campen, so ist es nicht. Aber tun sie nicht. Der Choke am Ende war halt wirklich untypisch für Niceface, finde ich. Ja, das ist auf jeden Fall eigentlich ein sehr cleaner und optimaler Also die Dose lag da 1000 Jahre und dann irgendwann geht er dann genau in dem Moment dahin, wo es explodiert, droppt auch noch sein Schild. Okay, weiter geht's aber. 1-1 ist ja auch schon spannend. Aber diesmal aus Small Battlefield, nicht PS2. Trotzdem eine sehr ähnliche Stage, nur ein bisschen kleiner. Oh, nice. Immer der Bumerang into Forward Air. Schon wieder Link Bread and Butter. Oh ja, gut mit dem F-Tilt einfach auf Whole Distance stehen und so Ledge trappen. Link F-Tilt ist auch echt nice, finde ich. Ist einfach beefy, der knallt mit einem so hart. Dieses Schwert einfach nur vor sich. Ja. Ich muss auch sagen, ich finde Link gut designt. Ja, das stimmt. So super schnelle, schwache Trittattacken, dann so super langsame, aber super starke Schwertattacken und dann halt die Projektile, um das Ganze abzurunden. Um den Gegner zu conditionen, um Nutool zu spielen. Ja, auf jeden Fall. Fürs Edge-Guarding und so. Ich finde das sehr nice. Gut abgerundeter Charakter. Wenn ich ihn selber spiele, finde ich ihn nur ein bisschen clunky. Also da ist irgendwie Toon Link oder Young Link sind ja, schneller einfach. Muss sich ein bisschen drauf einstellen. Ist halt bei einigen Charakteren so. Obwohl die meisten dann eher schon ein bisschen Free-Flow sind und relativ intuitiv. Ja, da gibt's schon viele.
in dem Game, finde ich auch. Mhm. Ja, man sieht Link wieder auf 174. Ja, aber mit dem... Bison struggelt sehr mit den Kills heute. Guck mal, 205%. Ich dachte langsam. In meinem Set, das liegt daran, dass ich Bowser spiele, aber anscheinend ist das ja, dass er gegen jeden so, dass er die auf... Oh, das war sehr schön. Das war extrem cool, aber wieso hat er die Abhebe first? Ist das dadurch... Ich überlege gerade, es hat er getroffen. Ich bin mir nicht sicher, wo die Hitbox zuerst ist bei der Aerial Up B, aber ich kann mir vorstellen, dass das Reverse tatsächlich besser connected. Ja. So, wieso hätte er das dann auch sonst gemacht, so. Ja, da war keine Forward Air mehr drin zeitlich nach dem Bumerang, hatte nach rechtzeitig gesehen und einfach nur geempty hoppt. Nice macht das auch sehr gut, dass immer die ganzen Mexikaner, die gespawnt werden, direkt ausschaltet. Mexikaner? Ja, oder die Sombrero-Leute. Ah, okay. Ja, also es gibt ja 4 von diesen Dudes. Die haben alle unterschiedliche Timing. Mhm. Und auch unterschiedliche Waffen. Nice Face haut aber immer einfach drauf, wenn er einen davon sieht. Oh ja. Das ist auch einfach gut. Vor allem, wenn man die Range dafür hat. Was auch gut war, war die Upsmash gerade. Oh ja, das stimmt. Generell ist es nämlich Last Stock. Spielt er sehr, sehr cool. Das, jetzt weiß ich, wie du den Mexikaner nennst. Das sah schon vom Design her. Also mindestens einer sieht, ist einfach auch ein Mexikaner. Ja, ja, schon. Also der hatte schon Sombrero auf und so. Oh, aber der 69er-Bonus wurde instant rebalked. Kam ja zweimal hintereinander der gleiche Typ. Ja, Donny schreibt auch, Link wäre auf jeden Fall krass gut, wenn er schneller wäre. Das denke ich auf jeden Fall auch. Mhm. Das ist auf jeden Fall das Balancing der drei Links. Breath of the Wild Link ist halt am langsamsten und dafür am stärksten. Also stark im Sinne von Knockback-Damage. Mhm. Das stimmt. Ja, dann links haben wir ein bisschen Probleme beim Töten teilweise. Oh ja, der Bomb Edge Guard. Und auch war locker nah genug an der Blast Zone, um zu finishen. Damn! Sie besiegen sich abwechselnd. Ja. Wenn das so weitergeht, zuerst Nice Face 3-0. 3-2 meine ich. Aber oh ja, stimmt. Dann muss Beißel jetzt das Tempo ändern auf jeden Fall. Und einfach zweimal hintereinander gewinnen jetzt. Ja. Ich bin mal gespannt. Von Nice Face scheint er jetzt auch wieder zurückadaptet zu haben. Ja. Mal sehen, ob Duckhunt dann jetzt wieder zurückadaptet, also Beißel. Ja. Nee, ist schon der Charakter. Nee, ja. Man selber macht gar nicht so viel eigentlich. Okay, Link habe ich schon mal gehört gerade. Oha, Duckhunt. Okay, Duckhunt, du. Ja. Steht ja das Matchup jetzt fest. Endjagd-Duo. Nice, Down Throw Up Tilt. Gut, auch die Dose und die Bombe gerade einfach genau miteinander lagen. Das ist einfach das Matchup quasi. Ich muss sagen, Nice Face relativ confident mit dem Neutral hier. Ja. Crazy, dass er getrippt ist von der Back Air. Aber hat Beißel wohl nicht antizipiert, hat keinen Instant Follow-Up gehabt. Und Nice ist auch gerade wirklich im Ultra Instinct Modus. Dodge die Angriffe von Beißel, aber mit seinen eigenen Angriffen. Ja, vor allem, du musst bedenken, eigentlich ist Link ja langsam. Mhm. So viel, also man sieht natürlich, dass es ein bisschen slow ist vom Movement her, aber so, wenn Nice Face ihn spielt, sind die Reactions schon on point. Ja, auf jeden Fall. Nicht so viel davon. Dann ist jeder Charakter schnell. Ja, der Callout. Ich muss auch sagen, Beißel macht relativ oft Jump Getup. Das scheint schon so seine Favorite Getup Option zu sein. Ja. Und wenn man das dann, wenn man gut darin ist, das out zu callen, bringt einem das viel. So wie Nice Face das gerade mit der Forward Air gemacht hat. Ja, das wird ihm bestimmt auch schon aufgefallen sein, schon. Ja, es war auf jeden Fall ein bewusster Punish. Oh ja, der Down-Tilt aus Versehen in die falsche Richtung. Ah, er hat den gegrabt, bis ihn der Cowboy abschießt, aber die Dose hatte nicht mehr genug Momentum, dass er das da auch noch reinkommen kann, obwohl er schon B gespammt hat extra. Das sah gerade sehr weird aus. Ja. Noch aus der Abwehr irgendwie raus. Es gibt auch sehr viele weirde Interactions in diesem Matchup, glaube ich. Ich würde es überraschen, wenn wir ein Game sehen, wo nicht irgendwas passiert, was irgendwie sass ist. Nice, er hat die Dose geschildert. Oh. Das war gefühlt auch wieder sehr knapp gerade, dass die Dose verfehlt hat. Nice. Oh ja. Das war ein sehr guter Catch. Wow. Nice ist mit ja, richtig krass. Nice Face jetzt eventuell mit dem 3-Stock sogar. Das wär insane. Das würde auf jeden Fall wieder zeigen, wie hart er im Adepten ist. Habt ihr die Combo gesehen? Ja. Sehr nice. Alles gerade. Nice ist gerade im Modus. Er ist gerade wirklich im Modus. Er fühlt Link gerade extrem. Oh, wie auch gerade die Abwehr von Duckhunt gebietet hat mit der Nair. Das war so OP. Und unfair eigentlich. Aber, und dann taggt er natürlich.
gar nichts anderes erwartet. Ja, auch wild, dass er überhaupt auf den Prozent noch tanken darf, honestly. Ja, stimmt. Ah, okay, ja, bei 190 okay, ist der Stock dann aber auch weg. Aber wer weiß, vielleicht sehen wir jetzt den JV3. Stimmt. Oh, ah, erst aus der... Das war ja wild. Die Dose hat die Forward Smash so krass delayed, dass sie nicht mehr true war. Oh, aber beißt sie jetzt mit den Kombos. Es wurde fast die Twitter-Kombo, aber... Instant der Punish. Das war's. Nice Face hat einfach viel zu clean gespielt. Das 3-1 für Nice Face, damn. Das heißt, Nice Face bleibt jetzt hier sitzen und wir sehen das Grand Finals.